Musketiere ziehen. Drittes Musketier? What the fuck? Wieso haben wir die drei Musketiere? Ich setze den Golem, er kommt sofort mit einem Riesen und einem Friedhof, den selbst hätte ich mir sparen können. Hätte ich jetzt eine Offensive. Alter, Riese 9 mit einem Friedhof. Wisst ihr, gegen so ein Golem-Deck ist einfach absolut heftig, am Anfang Druck zu machen. Es gibt keine krassere Offensiven als Giant Balloon, 10 Elixier-Push, Mega-Offensive oder Giant Friedhof. Das sind für 10 Elixier die krassesten Instant-Offensiven überhaupt. Und den setzt er genau, wenn wir unseren Golem bringen, ey. Was macht er denn da? Wie spielt er denn? Er spielt jetzt extra Scheiße, um mich zu ärgern, glaube ich, oder was? Er könnte jetzt wieder Riese und Dings einsetzen. Schweinereiter hat er noch, na super. Der macht einfach den Turm kaputt. Mein Musketier kann ihn nicht töten. Ich drehe durch. So, wir brauchen Baby Dragon gegen Minion Horde. Oh, das ist geil. Minion Horde mit Baby Dragon und Sepp. Perfekt. Der läuft durch. Noch ein Musketier. Der sollte keinen Schaden hinbekommen, der Riese. Das ist jetzt hier schon ein ziemlich starker Push. Schweinereiter zurück in die Musketiere ziehen. Drittes Musketier? What the fuck? Wieso haben wir die drei Musketiere? Den Turm haben wir noch. Alter, das gewinnen wir einfach noch. What the fuck? Also das war, glaube ich, so ziemlich das verrückteste Game auf dem Account, oder? Er hat ein absolut geiles Deck gegen uns. Das kann er so doll gewinnen. Der hat so gefailt. Er macht alles richtig. Ich setze den Golem nach vorne. Er bestraft uns mit einer Riese plus Graveyard. Super heftig gegen uns. Gerade wenn wir unsere teuren Truppen gesetzt haben, haben wir nichts in der Defense. Und dann verkackt er es. Dann wird er zu greedy. Alter. Läuft. So, einmal noch jetzt gewinnen. Dann haben wir die Crown Chest voll. Einmal gewinnen. Oder zwei Kronen bekommen. So, wir starten mit der Elixierpumpe. Der beste Start ist, glaube ich, auf dem Account Elixierpumpe, Tornado. Jetzt die Frage, hat er einen Sepp oder hat er keinen Sepp? Pfeile? What the fuck? Kommt zwar ein Holz-Predict, ja, bringt schon was. Oh Gott, das Musketier, wie viel Damage. Was machen wir? Er wird, denke ich, links mit dem Ballon gleich kommen. Deswegen setze ich schon mal Baby Dragon ein. Infernodrache ist jetzt wieder bereit. Wenn er jetzt einen Ballon setzt, wäre ganz nice. Dann wäre auch wieder ein Elixierpumpe. Aber ich glaube nicht, dass er ihn einsetzt. Wieso sollte er einen Ballon in Baby Dragon einsetzen? Kacke, das tut weh.
Nein, auch auf die falsche Seite. Super, wir sind raus. Oder wenn wir den Ballon in den Inferno-Drachen ziehen? Ja, guck mal. Guck mal, wen wir da haben. Auf dem Präsentierteller. Okay, haben wir noch gerettet. Sehr schön, nächste Elixier. Probiert, sieht es ganz gut aus. Auch wenn er schon Schaden... Was? Wieso? Was für ein Scheiß. Der Sepp hätte jetzt nicht sein müssen. Ich habe das Musketier zu spät wahrgenommen. Oh, der spielt einen Riesen. Schon wieder Giant. Ich habe gerade noch von der Giant-Balloon-Kombo geredet. Den Turm hat er. Leider. Dauert zu lange, bis der Inferno-Drache da Schaden rausknüppelt. Alter, der ist im Arsch gewesen. Das ist gut. Okay. Den Turm haben wir ganz gut. Starten direkt schon den nächsten Push auf der anderen Seite. Pfeile vom Gegner wieder. Ich verstehe die Pfeile immer nicht. Inferno-Drache ist am Turm. Musketier greift zuerst die Mini-Golems an. Alter, wie viel Schaden. Kriegen wir das noch gebacken? Schöner Sepp. Die gehen alle down. Können wir hier nicht einfach irgendwie Musketier durchsneaken für einen Hit am Turm? Oder zwei? Vielleicht zwei Hits? Nee. Nee, warum auch? Muss ja nicht sein, ne? Krieg keinen Schaden raus. Wir haben keinen direkten Damage-Spell für seinen scheiß King Tower. Komm, Musketier, zieh durch. Bitte. Ja, komm, Baby Dragon, Musketier, kommt schon. Baby Dragon ist dran, komm. Okay, das sollten wir jetzt hinkriegen. Wir brauchen nur noch einen Sepp. Wir brauchen nur noch einen Sepp. Komm, komm, komm. Alter, krankes Game. Wie der Inferno-Drache uns da gerettet hat. Ganz verrückt. Es geht langsam wieder hoch. Crown Chest ist voll, sehr geil. Ob wir jetzt noch was Geiles kriegen, sei es für unser Golem-Deck oder für unser Hawk-Cycle-Deck. 540 Gold, sehr geil. Juwelen auch nice. Schweinereiter, geil. Drei Musketiere, ja. Fünfmal das Musketier. Die Kiste hat sich jetzt schon so sehr gelohnt. Jetzt kriegen wir noch eine Common Card. Welche ist es? Drei und... Alter, das war die beste Crown Chest überhaupt bis jetzt auf dem Account. Schön Gold, Juwelen, Schweinereiter, drei Musketier, fünfmal das Musketier und 63 Mann Sepp. Ist ja hier wie beim Wunschkonzert. Alles, was wir brauchen. Geil. Sehr heftig. Also, wir spielen jetzt dieses Deck noch so lange, bis dieses Deck auf einem krassen Level ist. Also ein Hawk-Cycle-Deck ist Free-to-Play einfach am besten. Sehr, sehr nice. Macht auf jeden Fall mega Bock, auf diesen Account zu spielen.